Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und heute eine in vielerlei Hinsicht besondere Ausgabe, denn ich mache etwas, das habe ich glaube ich noch nie gemacht. Ich probiere einen Homebrew aus. Hat für mich den Vorteil, dass ich mich wirklich komplett unvoreingenommen auf dieses Bier einlassen kann. Hat für euch den Nachteil, dass ihr es vermutlich nicht bekommen könnt, aber ich möchte auch mal so ein bisschen was für die Heimbrauwelt tun und auch zeigen, dass es da hoffentlich gute Biere gibt. Bin ja selber auch Heimbrauer und versucht mich da auch an dem einen oder anderen malzhaltigen Alkoholgetränk. Es geht heute, und das ist vielleicht das erste Special, um ein Bier, und jetzt zeige ich mal das Logo in die Kamera, von den bärtigen zwei. Und das Bier könnte nicht besser kommen. Ich habe meinen Bart abrasiert. Sonst wären wir die bärtigen drei. Aber wie gesagt, die bärtigen drei Brewing Company. Und ich muss ganz ehrlich sagen, schaut euch das mal an. Das Label schaut schon extremst professionell aus. Also eine Brücke vermutlich aus der Heimat der beiden. Und das Ganze ist ein Summer Ale laut Flaschenaufdruck, 12,4 Grad Plato und 5 Volumenprozent Alkohol. Also erstmal Respekt für die Verpackung. Und dann tätig ich sagen, gehen wir das Ganze mal an. Hui, da ist Druck drauf. Ist ja was durchaus auch beim Heimbrauen mal passieren kann, dass die Hefe noch ein bisschen weiterarbeitet. Und ich werde entsprechend vorsichtig sein jetzt beim Einschenken. No, da war einfach nur ordentlich Druck auf der Flasche. Aber ansonsten ist das kein Problem für das Einschenken. Gebraut wurde das Ganze mit Kara-Pilz und Kara-Hell, Pilsner-Malz und ein bisschen Haferflocken. Das Thema Haferflocken ist sicher dafür, dass ein bisschen Vollmundigkeit reinkommt, wenn schon Stammwürze fehlt. Und Citra-Mosaik als Hopfen beim Hopfenkochen und mit Galaxy das Ganze dann gestopft. Schöne, ja, dunkel goldgelbe Farbe, knapper Finger, breit Schaum oben drauf, und der verhält sich auch verhältnismäßig stabil. Haftet auch schön flächig am Glas. Schöne Naturtrübung, man sieht auch die Kohlensäure drin, schon wie sie fröhlich lebt. Also es ist in der Nase, wie man es vom Galaxy Hopfen, wenn der jetzt schon zum Stopfen verwendet wurde, auch erwarten kann, schöne Maracuja-Note. Überhaupt ziemlich viel so tropische Frucht, wobei ich jetzt sagen würde, da dominiert jetzt nichts durch. Ganz leicht vielleicht eine Zitrusnote. Hat auch eine leicht blumige Note. Aber jetzt alles in allem nicht zu intensiv. Ja, in diesem Sinne. Cheers. Wow. Das ist schön. Schön fruchtig, wobei ich jetzt sagen muss, es verliert sich diese Maracuja-Note ein bisschen im Geschmack, sondern es driftet dann eher so in Richtung Zitrusfrucht. Kommt vielleicht ein bisschen Limette auch mit dazu und ein bisschen Mango. Hat auch eine leichte Säure mit dabei, die aber nicht unangenehm ist. Es ist auch eine ganz, ganz minimale hefige Note mit dabei. Ich weiß nicht, ob die jetzt gemeint ist. Ich muss fairerweise sagen, die Flasche hat offensichtlich beim Transport relativ lang gelegen und somit waren noch ein paar Heferückstände, die sich am Flaschenhals gesammelt haben. Also das kann jetzt auch daher kommen, dass diese Hefenote mit reinkommt, die vermutlich mal nicht beabsichtigt ist, die dem Ganzen aber ehrlich gesagt keinen Abbruch tut. Ist ein obergäriges Bier, hat da durchaus, darf da auch mal eine Hefernote mit dabei sein. Und wenn, dann ist es tendenziell auch eher so auf der fruchtigen Seite zu Hause. Das Bier hat jetzt für mein Gefühl
Man merkt so ein bisschen die Haferflocken hinten raus. Also es gibt so eine leichte, ein bisschen volleres Mundgefühl. Vollmundig würde ich jetzt bei dem Bier nicht sagen, sondern es ist eher so die Haferflocken fürs gute Gefühl mit dabei. Sonst ist dieses Bier eindeutig eins, was vom Hopfen lebt. Sehr leicht gehalten, trotz der 5 Volumensprozent Alkohol. Wenn man Summer Ale hört, dann denkt man ja immer also gleich so, naja, das muss irgendwie so ein bisschen zurückhaltend sein und vielleicht schon in Richtung Session Ale gehen. Ist bei dem Bier gar nicht. Das ist mit 5 Volumensprozent eine sehr solide Angelegenheit. Wie gesagt, schlank. Hat so eine ganz leicht ölige Textur und ist dann hinten raus nochmal fruchtig. Es kommen diese Limette nochmal mit rein, es kommt die Zitrusfrucht mit rein. Maracuja taucht nochmal ein bisschen auf und ja, klingt jetzt nicht fürchterlich lang nach, aber es ist eben so, dass man sagen kann, ja, ich sitze im Sommer, sitze ich da, trinke dieses Bier und grundsätzlich gefällt mir das sehr gut. Blumigkeit auch noch hinten im Nachtrunk sogar erhalten. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich schon deutlich schlechtere kommerzielle Biere getrunken. Von ProbierTV gibt es für das Summer Ale der bärtigen 2. Von dem nicht bärtigen gibt es 3,5 Punkte für das Summer Ale aus der die bärtigen 2 Brewing Company. Und ich werde versuchen, euch noch ein paar Informationen zu den Heimbrauern auf YouTube bzw. auf der Webseite zur Verfügung zu stellen. Ja, würde mich freuen, wenn ihr auch mal schreibt, was ihr so für Heimbraurezepte ausprobiert habt, wo ihr fürchterlich mit gescheitert seid, was ein fürchterlicher Erfolg war. Es gibt ja so ein paar Biere, die werden von Heimbrauern total gerne nachgebraut. Sierra Nevada Pale Ale ist so ein Klassiker. Ich glaube, den hat jeder Heimbrauer schon mal versucht. Aber habt ihr euch auch schon mal an wirklich freakigen Sachen wie ein Oyster Stout zum Beispiel versucht oder Granitbiere gemacht oder irgend sowas ganz Verrücktes? Dann schreibt mir bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns wieder bei ProbierTV. Bis dahin, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.